Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24 mit den Golden State Warriors, mit denen ich in den ersten zwei Folgen der neuen Season eigentlich echt zufrieden war. Gerade spielerisch hat mir das gut gefallen. Wir haben da ja den einen oder anderen, der echt nicht schlecht performt hat. Also klar, Stevie Mensah leider viel verletzt, aber Luis Garner, der hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Man hat mit Drew Joseph jemand, der ordentlich performt, allen voran aber auch folgender Mann, nämlich Antoine Chavion. Gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Der spielt sich nice. Der spielt sich wirklich, wirklich nice. Ist natürlich schon in Anführungsstrichen 23, aber hat immer noch B-Potential. Also mal gucken, was aus dem Franzosen noch so wird. Ich meine, dass wir jetzt nicht allzu viel rasieren werden in dieser Season, das ist klar. Aber mal schauen, ne? Mal schauen, was sonst so geht auf lange Sicht. In Sachen Vertragsverlängerung beendet Klay Thompson also seine Karriere. Okay. Klay Thompson will seine Career tatsächlich dann nach 18 Profi-Jahren beenden. Interessant, dass er sich dann vielleicht doch, sage ich mal hier, entscheidet, das Ding ja zu beenden. Hat er es ja im letzten Jahr überraschend nicht gemacht. Und dieser Mann hier ist natürlich auch noch eine Problematik, weil er hier hat 4 Jahre Vertrag. Der Contract liest sich eigentlich nicht so schlecht. Andererseits, wenn er so performt wie zuletzt, dann wird das doch ein ganz schön schlechter Contract sein, gerade weil er auch momentan nicht viel produziert. Müssen wir mal gucken, ob man da vielleicht mit der Zeit nochmal schaut, ob man da irgendein Team ihn anbieten kann. Was weiß ich, die Lakers oder ähnliches. Ob man da vielleicht guckt, ob man irgendwie Picks kriegt für die Zukunft. Ob man vielleicht bei den Clippers versucht anzufragen, Toronto etc. Aber das schauen wir dann. Wir gehen erstmal ein bisschen vor und gehen dann rein in eine Partie. Ich habe Bock zu zocken mit der Mannschaft, denn zuletzt hat das echt Bock gemacht mit dem Team. Wir haben eine interessante Crunch-Time und sind lediglich 2 Punkte hinter den Detroit Pistons hier in dieser Partie. Keiner mit Foul-Trouble bei uns. Bei ihnen hat Addison Andrade Foul-Trouble. Gehen wir auf jeden Fall rein hier gegen Detroit. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht einen Sieg mitnehmen können. Wir spielen sogar in Detroit, also so ein schöner Auswärtssieg wäre das dann. Und Warriors Playbook, hey. Dass man das nochmal erleben darf. Dass einfach das Playbook da ist. Starks spielt den Ball auf Chavion. Kevon Looney mit dem Screen. Chavion. Nee, der geht nicht rein. Looney holt sich fast den Rebound, aber nur fast. Am Ende war dann doch der Pistonspieler dran. Schwierig. Hat er nochmal abgegeben. Dann gibt es hier das Foul von Starks. Und es gibt sogar direkt eine Timeout der Pistons. Na gut. Übrigens ist Julian Schulz auch wieder back, aber ich habe ihn jetzt noch nicht reinrotieren lassen. Ich lasse die Spieler dann ja gerne immer 1-2 Spiele mal draußen. Bei Stevie Mensah habe ich es damals nicht gemacht, dann hat er sich gleich verletzt. Da hätte ich das auch mal einfach mal machen sollen. Und, Foulspiel, sagen sie. Chavion mit dem Foul, Andrade kriegt hier die Chance, der Brasilianer von der Freiwurflinie. Macht den ersten rein, die 43. Einer der überraschendsten Rookies of the Year of all time. Der zweite Ball geht nicht rein. Und jetzt da werden wir Hardaway, der den ersten nicht macht, den zweiten dann aber verwandelt, stark. 23 Punkte Hardaway, stark. Gute Performance hier von Ruben Hardaway. Klay Thompson gegen Ivy, Oh, den macht er nicht rein. Das ist ein Midranger, den hätte er machen müssen, meiner Meinung nach. Wow, Henderson, Henderson sage ich, Hardaway, stark. Ganz starke Aktion hier von Ruben Henderson. Macht er gut. Jetzt hier Ivy. Nimmt den Dreier. Trifft den clean. Da war Klay Thompson etwas weit weg von seinem Gegenspieler hier am Perimeter. Und dann macht Ivy den rein. In der Realität bin ich ja nicht so ganz überzeugt von Ivy. Muss ich dazu sagen. Aber mal schauen. Der Pass war zugerufen. Der ist drin. Den kriegen sie rein. Kriegen sie rein hier. Und jetzt hier Hardaway. Versucht sich da durchzupowern oder was? Ruben Hardaway. Auf Starks. Chavion hier mit dem Screen. Wow, starker Drive. Starker Drive von Chavion. Sieht das, dass da der Pistonspieler auf dem Boden liegt und macht hier 16 Punkte. Eine ordentliche Ausbeute hier für den Franzosen. Dort. Thompson, gut gespielt. Na, ich gehe zu früh hoch. Und dann macht er ihn hier einfach rein, den Midranger. Addison Andrade hat damit dann kein großes Problem.
Sparks. Na. Chevion. Boah. Gut, nochmal abgespielt auf Kevon Looney und der macht ihn rein. Schönes Pick and Roll hier zwischen Chevion und eben den Routinier Kevon Looney. Seine ersten Punkte. Clay Thompson kommt da nicht ran. Jetzt hier Andrade. Was für ein Midranger von Andrade. Der kann das Midrange-Game. Der ist da überhaupt nicht limitiert. Hardaway hier im 1 gegen 1. Stark. Stark hier Room Hardaway. Dreht komplett auf, hat 27 Punkte. Dürfte einer seiner besten Partien hier im Warriors-Trikot sein. Ivy, schwierig jetzt hier. Den macht er nicht rein, dann kommt aber der Rebound. Und der ist dann clean drin. Und dann sind es vielleicht die Dreier, die uns am Ende hier killen. Room Hardaway versucht sich durchzupowern, das klappt im ersten Moment nicht. Ui, und dann wird er auch noch weggeblockt. Obwohl ich eigentlich nur mal kurz getippt hatte, weil es sollte nur ein Fake sein. Manchmal kapiere ich nicht, warum es dann trotz allem einfach ja, voll durchzieht, obwohl du nur antippst. Sollte nur ein Fake sein, nicht mehr und nicht weniger. Das, ui, jetzt bin ich hier ungeduldig gewesen. Das war jetzt dämlich und das gibt hier eine unnötige Niederlage. Es gibt hier eine richtig unnötige Niederlage. Clay Thompson war gerade komplett von allen Sinn verlassen. Chevion verteidigt das gut. Chevion hat alles gegeben in dieser Defense-Aktion. Und jetzt haben wir Hardaway. Oh, Starks. Easy. Wir sind nochmal dran, 5 Punkte. Da ist noch was möglich. Aber es wird nicht einfach. Ah, hier Clay. Ivy nimmt den. Trifft den nicht. Das ist dann der Rebound, den er halt niemals holen darf. Den er halt niemals holen darf, wenn du das Ding hier gewinnen willst. Aber er holt ihn halt. Oh, High-Risk Pass. Und Hardaway macht ihn rein. Also Hardaway stark. 29 Punkte. 29 Punkte von Hardaway. Wir brauchen jetzt dringend den Stop. Und jetzt hier Ivy. Boah, das geht so einfach. Das geht so einfach. Das war es dann wahrscheinlich hier. Das war wahrscheinlich der Dagger. Ja, wenn ich ganz schnell jetzt irgendwie hier einen Treffer erzielen. Mit Hardaway, der den nochmal abgibt. Chevion kriegt den Screen. Chevions Dreier ist nicht drin. Dann war es das. Das war es hier leider. Schade. Und dann machen sie den auch noch rein. Na gut, die Pistons holen sich diesen Sieg. 117-124. Hardaway hat am Ende 31 Punkte gedroppt. Sehr starkes Spiel. Joseph mit seinem stabilen 25. Der war in der Endphase gar nicht mit dabei, warum auch immer. Chevion ordentlich performt. Williams bei 11 Punkten. Am Ende können wir hier nicht gewinnen gegen Ivy und vor allen Dingen Andrade, der mir sehr, sehr gefallen hat. Armstrong, Thompson und Co. Glückwunsch an die Pistons auf jeden Fall hier zum Sieg. Und wir gucken natürlich mal auf die Ergebnisse, wo ihr euch natürlich ungefähr denken könnt, wie die so aussehen. Niederlage, Niederlage, Niederlage. Auch hier ganz knapp einmal gegen die Hornets leider verloren. Durch einen überragenden LaMelo Ball. Joseph hat alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Auch gegen die Pelz dann hier sehr deutlich. Und dann gab es die Niederlagen. Ich würde jetzt nochmal gerne schauen, tabellarisch, welches Team profitieren könnte von Patrick Williams. Wenn man mal guckt, die Kings vielleicht. Brauchen die Kings denn so jemanden? Sie haben dort Clayton. Aber die Kings könnten jemanden wie Patrick Williams schon gut gebrauchen. Einfach um sich weiter zu verstärken. Also Kings wären eine Option. Wenn man sich das so im ersten Moment anguckt, vielleicht sogar die Chicago Bulls. Die haben natürlich Towns, Kispert, aber auch die könnten jemanden wie Patrick Williams gebrauchen. Da war der ja vorher, ich weiß. Raptors vielleicht auch noch. Von der Bank aus. Aber ich würde tatsächlich mal versuchen, dass wir sagen, komm, wir versuchen was mit den Sacramento Kings. Oder gegebenenfalls mit, wen gibt es denn noch? Vielleicht noch New Orleans, können die den gebrauchen? Wahrscheinlich eher nicht. Lakers aber. Lakers versuchen wir mal oder Sacramento Kings, dass wir da irgendwie einen Deal eintüten. Also, dann haben wir Patrick Williams. Wir können ja mal bei den Lakers gucken, ob die hier Picks zu vergeben haben.
am besten späte Picks, die viel wert sein könnten. Und dann uns irgendeinen Spieler geben. Wer ist mir dann auch relativ egal. Brook Thompson, haben sie vielleicht einen Point Guard, das wäre noch ein bisschen besser, aber nein, haben sie nicht. Was weiß ich, gib mir Diaz und gib mir 2 Erstrunden-Picks, dann bin ich damit schon sehr zufrieden. Wollen sie das machen? Sie wollen Klay Thompson dazu wollen, das macht natürlich für uns keinen Sinn. Wobei Klay Thompson das Vater war, glaube ich, mal bei den Lakers, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es macht halt für uns keinen Sinn, also Dann versuchen wir sonst mal die Sacramento Kings, ob da was geht. Wenn wir bei den Kings vielleicht hier irgendwie Picks kriegen, auch hier späte Picks im Best Case. So, jetzt sind wir bei den Knicks, nicht bei den Kings gewesen. Gucken wir bei den Kings. Späte Picks wären natürlich der Best Case. Und dann gibt mir einfach irgendeinen Spieler, was weiß ich. Hurter beispielsweise. Es gibt ja noch Gary Long. Greg Walker, Floor General, der gar nicht spielt. Das wäre vielleicht sogar was, wobei der ist viel wert leider. Dementsprechend dann nicht zu haben. Was, wenn ihr mir, keine Ahnung, Kane gibt? Nee, wollen sie nicht machen. Okay, also auch Kings wollen es nicht machen. Dann gucken wir mal sonst nach irgendeinem Point Guard. Muss ja jetzt nicht der Beste sein. Wo man vielleicht irgendwie was dazu kriegen kann. Was, ey, so ein Tyrus Jones von den Hawks wäre vielleicht auch gar nicht so übel. Dass man hier vielleicht sagt, yo, wollt ihr uns Patrick Williams geben? Der hat ja auch deutlich mehr Wert für die Hawks. Interessant. Dann gibt uns noch am besten Picks ab. Kriegen wir 3 First-Rounder? Machen sie das? Nee, leider nicht. Ja, so geht's leider nicht, ne, weil sie dann entsprechend zu wenig Spieler haben. Wer ist denn so ihr allerschlechtester Spieler? Das wäre Hopkins. Hat der denn irgendeinen Wert? Ja, der hat leider ein bisschen mehr Wert. Was ist sonst, wenn ihr mir Jones gebt? Und was, ihr gebt mir die 2 Picks und dann noch einen späten Second Rounder. Wollen sie auch nicht, machen wir den Second Rounder weg. 2 First Rounder. Wollen sie auch nicht machen. Was ist, wenn ich denn was raufpacke? Natürlich, ja gut, wir haben halt auch nichts an Assets, die man hier irgendwie reinpacken könnte. Hardaway wäre natürlich noch jemand, aber der ist auch noch nicht so alt. Andererseits könnte man Hardaway vielleicht tatsächlich auch opfern. Dann würde ich natürlich aber mehr Picks wollen, das ist klar. Warte, gib mir dafür noch Spencer Dinwiddie und Jones. Dafür gibst du mir dann aber alle Picks, die du hast. Und dann gebe ich auch Hardaway ab, dann ist mir das egal. Nein, wollen sie nicht. Was, wenn wir den Pick entfernen und dafür nochmal einen Second-Round-Pick nehmen? Nein, wollen sie auch nicht machen. Bin ich bereit, Hardaway und Williams abzugeben für 4 Picks? Für 3 Picks, meine ich. Schwierig. Würde es machen, machen sie auch nicht, okay. Schade. Ja, ein Pick ist natürlich viel zu wenig, ne? Das ist klar. Okay, wollen sie aber nicht machen. Gut, dann sind wir auf der, müssen wir weitersuchen. Was ist denn mit Philly beispielsweise? Was ist denn mit Philadelphia? Die haben zum Beispiel der hier, der hat ja überhaupt keinen Wert. Und dann irgendwie späte Picks auch von euch hier zu kriegen. Machen wir 2. Wir versuchen natürlich wieder 3 First Rounder irgendwie zu kriegen. Nein. Machen wir folgendes, komm. So. Wollen sie auch nicht machen. Okay, ohne den Second Round Pick. 2 First Round Picks. Wollen sie auch nicht machen, interessant. Aber die First Rounder wollen sie für Patrick Williams nicht abgeben. Das wird gar nicht mal so einfach, hier jetzt jemanden zu finden. Wo man das einfach mal durchziehen kann. Wie sieht es denn sonst hier nochmal aus? Ich will halt gucken, ob man hier nicht irgendwie jemanden kriegt, aber Williams war für die nicht so viel wert. Was denn mit dem Thunder? Was ist das denn mit den OKC Thunder? Wenn mir keiner Tyson gibt, wobei für die ist dann Williams auch wieder nicht so viel wert. Spurs beispielsweise, mit denen hatten wir ja schon mal was versucht. Rockets.
Raptors vielleicht. Pistons. Ah, hier könnte man es natürlich nochmal probieren. Pistons Pick. Pistons Pick. Und versuchen noch einen Pistons Pick. Von mir aus auch Top 5 geschützt. Werden sie auch nicht machen, okay. Zwei Second Rounder und Durate. Nein, okay, sie wollen halt. Niemand will halt Second Rounder für Patrick Williams abgeben. Das macht es nicht einfach. Das macht es nicht einfach. Ich würde halt gern drei Picks für ihn kriegen, aber anscheinend wird das nichts. Wie sieht's denn mit denen hier aus? Was, ey, gib mir ihn hier. Und dann gibst du mir, keine Ahnung, Pacers Pick Nummer 1. Pacers Pick Nummer 2. Pacers Pick Nummer 3. Machen die das? Nein, machen sie nicht. Und was, wenn ihr mir einfach zwei Trash-Spieler gibt? Ihr gebt mir noch, was weiß ich, von mir ist ihn hier. Aber der ist auch ein bisschen was wert, leider. Wer ist denn weniger was wert? Okay, die haben halt nur junge Spieler, leider. Ist der denn was wert? Ja. Sagen wir, ich pack noch Hardaway rauf. Und ihr packt aber noch einen Pick rauf. Dann würde ich es machen. Wollen sie auch nicht. Okay, wir gehen nochmal in die Trade. So, wir gucken mal, was kriegen wir bitte in der Trade für Hardaway und Williams. Was kriegen wir dort in der Kombination? Wo können wir da irgendwie ansetzen? Sonst müssen wir Williams vielleicht für einen Pick abgeben. Franz Wagner theoretisch. Nee, aber wir können ja mit dem Magic sonst nochmal probieren. Orlando wird bestimmt auch auf der Suche nach Verstärkung sein, so schlecht wie es bei denen lief die letzten Jahre. Siakam natürlich jetzt hier verletzt. Was ist mit dem hier? Kann ich den mit einbinden? So, Orlando Magic. Machen wir folgendes. Ihr gebt mir ihn hier. Wirklich einen Spieler, der nichts wert ist. Und gebt mir, keine Ahnung, Pick Nummer 1. Pick Nummer 2. Pick Nummer 3. Das werden sie höchstwahrscheinlich nicht machen. Nein. Dann gebt ihr mir eure zwei späten Picks. Wollen sie auch nicht machen. Okay, dann gebt mir wenigstens diesen einen Pick und dann die Second Rounder. Komm. Dann wenigstens 2, 3, 4 Second Rounder. Irgendwie so. Ja, das machen sie dann wenigstens. Geht doch. Geht doch. Wenigstens das machen sie. Ja, das sind in Anführungsstrichen nur Second Rounder. Aber das ist besser als nichts. Das ist besser als nichts. Damit haben wir auf jeden Fall viele, viele Second Rounder hier jetzt der Orlando Magic uns gesichert. Geht doch. Damit ist auch Patrick Williams weg. Wir werden das Problem halt los. Es ist ein Problem gewesen. Rein sportlich hat sich jetzt natürlich nicht viel geändert bei uns. Übrigens, Dings ist wieder back. Schulz. Nur, dass ich auch nochmal erwähnt habe. Also der kann hier gleich wieder in die Starting 5 gehen. Und der ist dann eben auch hier wieder back in eine auf dem Feld. Felder haben wir bekommen. Ist natürlich jetzt keiner, mit dem du auch nur im Ansatz planst. Ganz im Gegenteil, der wird keinerlei Spielzeit bekommen. Ist, denke ich, auch logisch. Aber ihn sind wir schon mal losgeworden. Jetzt halt die Frage, Hardaway mit seinen 26 Jahren, lassen wir dann erstmal im Roster. Wir bräuchten halt eigentlich einen Point Guard. Aber gut, gibt es denn auf dem Free Agency Markt sonst noch was? Ich meine, klar, hier waren nicht gute Spieler mit dabei. Richards, Reed, Buschkamp, Graham, aber nicht der Graham, den wir gebrauchen könnten. Wer ist denn der so der beste Point Guard? Dennis Smith Jr., Junge. Okay, also hier ist wirklich gar nichts mit dabei. Na gut, dann gehen wir erstmal vor. Wir haben auf jeden Fall Williams endlich traden können. Immerhin, das haben wir gepackt. Und wir haben keine gute Nachricht für Malachi Flynn. 2 bis 4 Monate fällt er aus wegen dem Riss des rechten Bizepses. Oder Bizeps. Übrigens ist Mensah wieder fit, was gut ist. Aber Malachi Flynn, der ist jetzt erstmal komplett raus. Kevin LeVert ist auf jeden Fall auch wieder mit da. Den lassen wir jetzt einfach mal starten als Point Guard, auch wenn er eigentlich kein Point Guard ist. Und Stevie Mensah wird natürlich ordentlich Minuten kriegen. Das ist auf jeden Fall auch gut, dass er wieder back ist. Dann gehen wir nämlich hier mit Mensah von Anfang an rein. Dann gibt es auch für Schulz ordentlich Minuten. Sparks kriegt natürlich ein paar Minuten weniger. Auch hier Klay Thompson und auch Looney weniger Minuten.
Dann kriegt nämlich Mensah hier ordentlich Minuten mit 34, Chavion mit 32, Hardaway 32 und Drew Joseph 34. Dann passt das erstmal. Und dann muss auf jeden Fall dann hier noch ein Trade-Angebot. Harrison, nein, Schulz gebe ich nicht ab. Wollte ich auf jeden Fall nicht abgeben. Uppala. Jetzt geht das noch hier vor. Dann lässt sich gerade nicht so gut stoppen. Auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, jetzt lassen wir es einfach mal kurz laufen. Ich wollte nämlich gleich ins Orlando-Game eigentlich reingehen. Ich wollte auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall gut, dass jetzt hier Stevie Mensah wieder rein mit dabei ist. Und ich würde LeVert gerne gleich mal umstrukturieren, einfach mal zum Point Guard. Ob er das jetzt gut kann oder nicht, ist da mehr oder weniger auch für uns egal. Hauptsache, wir haben da jemanden, der da guardtechnisch agieren kann. Und warum auch immer, hakt das gerade ein bisschen. Ich hoffe, das Spiel kackt gerade nicht ab. Wobei unten steht, bitte warten bei der Simulation. Ihr seht ja auch schon mal die Ergebnisse, können wir darauf ein bisschen eingehen. 100 zu 126 gegen die Utah Jazz verloren. 104 zu 124 gegen die Spurs verloren. Dann haben wir erstmal hier, zweiter Pick passt. Dann die anderen wurden schon zu 100%, sehr schön. Dann machen wir ab 6. Pick und dann hier gleich nochmal ab dem 10. Pick oder 11. Wir haben auf jeden Fall dann auch hier gegen die Spurs verloren, gegen die Lakers und eben auch gegen die Atlanta Hawks eine brutale Niederlage kassiert. 63 Punkte Unterschied. Das ist, nee, 73 Punkte Unterschied sogar. Das ist natürlich ziemlich ernüchternd teilweise. Gerade wenn man hier gegen die Hawks wirklich brutal verprügelt wird. Ist nicht schön, als auch gegen die Lakers hier, weil Gilet und Co. richtig gut liefern. Wir gehen auf jeden Fall rein gegen die Orlando Magic, bei denen halt alles überhaupt nicht läuft, obwohl sie ein Monster-Team haben. Also keine Ahnung, was Jillian Romero, Aaron Warren, Franz Wagner, Paolo Banchero und Bryce Alexander so machen. Bevor ich aber natürlich nochmal reingehe, wollte ich noch Folgendes machen. Da haben wir nämlich hier Caris LeVert. Und wir machen aus hier jetzt einen Point-Shooting Guard. Kann er das überhaupt? Na, nicht wirklich, aber egal. Ist ja jetzt einfach. Und gehen wir da auf jeden Fall mal rein. Stevie Mensah auch wieder back. Das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Wir sehen uns auf jeden Fall das Stevie Mensah Comeback an. Und spielen hier gegen eine Orlando Magic Mannschaft, die kein Mensch versteht. Die aber ihr komplettes Potenzial momentan auf der Strecke liegen lässt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Das ist momentan sehr, sehr schwach, was die Magic so performen. Ihr Standing ist eine absolute Katastrophe. Bryce Alexander gegen Mensah beim Tip-Off und den gewinnt Alexander. Nicht Mensah hat den nämlich gewonnen. Und LeVert. Chavion. Stevie Mensah ist back in the house oder was? Ah, und da verliert Mensah den Ball fast. Und stark. Gut gemacht von Mensah. Hat da ordentlich gehasselt um diesen Ball und dann kriegt er den. Übrigens sind wir hier am 1. Januar, dementsprechend auch unten. Ich weiß nicht, ob die Grafik da verdeckt ist mit den Raketen. Und wobei unten rechts ist ebenfalls. Also dementsprechend hier die kleine Grafik. Erster Remote auch hier für Mensah. Wir haben auf jeden Fall hier das neue Jahr. Drew Joseph. Ach, der Ball. Leider unmöglich zu holen irgendwie hier für Dings. Und Reach and Fall von Caris LeVert gegen Paolo Banchero. Ja, Magic sind wie gesagt wirklich ein Mysterium. Sie sind ein Mysterium, das wird auch kein Mensch wirklich verstehen. Talentpool im OKC-Style, Erfolg aber 0,0. Und hier Mensah mit dem Block. Mensah mit dem Block. Oh, das war aber nicht gut. Warren hatte da den Steal. Romero nochmal rüber gespielt. Und Bryce Alexander macht ihn rein. Drew Joseph. Ah, der Screen ist gut. Joseph. Ah, den Rebound, dann darf Mensah eigentlich auch ran. Muss man ganz klar so sagen. Jetzt hier Franz Wagner, dessen Karriere auch nicht so überzeugend läuft, wenn man ehrlich ist. And one. Stark einmal verzögert von Alexander gegen Drew Joseph. Hängt ihn damit nämlich das Foul an, hat er stark gemacht. Freiwurf ist auch safe drin, 5 Punkte hier. Und Joseph ist gleich mal cold. Mensah. Boah, und da wird er weggeblockt, Mensah. Da wird er weggeblockt. Jillian Romero. Money. Aus der Midrange hier macht er den easy rein. Jetzt haben wir Drew Joseph im Ballbesitz. Stevie Mensah.
Der Screen war interessant. Jetzt hier gegen Wagner und der wird weggeblockt. Da wird Ruben Hardaway von Wagner weggeblockt. Also gute Rim Protection hier bei den Orlando Magic. Zwei Blocks schon in dieser frühen Phase der Partie. Midranger nicht drin. Mensah hat den Rebound. Der Ball auf Drew Joseph. Hat da ein bisschen Platz. Drew Joseph versucht es, aber der ist extrem kalt. Banchero auf Romero. Romero. Ah, müsste fast schon den Kickout wählen. Banchero hat das Mismatch, aber Mensah stört so gut es geht. Macht es eigentlich nicht schlecht, aber dann macht Paolo Banchero hier einfach mal den Dank. Ah, stark, stark. Schöner Cut von Hardaway von der Nummer 50. Franz Wagner kommt da einfach nicht hinterher. Und dann können hier die Warriors treffen. Der erste Assist übrigens auch für Joseph, der sich da jetzt hier ausfaken lässt. Und da ist Mensah mit dem Block. Und wieder nochmal versucht zu stören, aber nicht mehr so entscheidend, dass der da irgendwie den Bucket verändern konnte. Und jetzt hier, der Screen ist nicht schlecht. Drew Joseph. Nein, der bleibt cold. Oh, und der Steal von Chevion, stark. Mensah. Mensah versucht es im Post, schafft es aber nicht. Schafft es aber nicht, irgendwie seinen Gegner da zu überspielen. Ey, das geht so einfach. Warren hier mit den Punkten. 13-14 wäre schön. 13-4 natürlich. Nein. In den Rücken gespielt, das war nicht gut. Jetzt haben sie hier den Dreier. Chevions Foul-Möglichkeiten waren eigentlich da. Das wäre gar nicht mal so übel gewesen. Hätte er da wirklich gefoult. Er nimmt den Midranger. Er trifft den Midranger. Warren jetzt hier. Sie killen uns. Ah, wieder hier Hardaway. Man muss sagen, Franz Wagner hat hier Hardaway nicht so gut unter Kontrolle. Also Franz offenbart da durchaus defensive Schwächen, die vielleicht die Golden State Warriors öfter attackieren sollten, wenn es denn so gut klappt. Ja, gut. Oh, den macht er nicht rein, Banchero. War da so ein bisschen verunsichert. Oh, und der Steal von... Zumindest der Fast-Steal von Warren. Was für starke Hände hat der denn dort gehabt? Und jetzt hier... Ah, Junge, renn doch nicht ins Aus, du Idiot. Übrigens hier, wir sind das schlechteste Team im Power Ranking. Platz 32 von 32. Der Rebuild wirklich in der tiefsten Phase. Romero jetzt hier. Romero nach wie vor im Ballbesitz. Und da ist Mensah mit einem Block. Da ist Mensah mit einem starken Block. Und Mensah mit dem nächsten. Das ist, glaube ich, der vierte Block von Mensah. Das ist schon sehr stark, was er da jetzt macht. Und jetzt hier der Midranger, den macht er leider nicht rein. Der Sidestep-Midranger war dann vielleicht einer zu viel. Aber vier Blocks von Mensah kann man machen. Banchero gegen Chevion. Oh, da gehe ich zu früh hoch. Nochmal. Ja, etwas zu früh hochgegangen hier und da von Mensah. Der sucht natürlich jetzt hier die Blocks, nachdem er sich da schon ein bisschen selber hypen konnte, aber so klappt das Ganze eben nicht. Wow, Hardaway. Das Abspiel war eigentlich super. Das Abspiel war eigentlich super. Musst du dann nur besser verwandeln. Banchero. No. Und jetzt hier Chevion. Joseph, LeVert, Chevion jetzt hier. Hardaway gegen Wagner. Na, klappt alles nicht. Ruben Hardaway versucht den Fadeaway. Das kann er aber anscheinend überhaupt nicht. Boah, das ist die Möglichkeit, dort eigentlich reinzuspielen. Na, ach, da gehe ich zu früh hoch. Und da gehen alle hoch. Und dann macht er den Ball aber auch nicht rein.
Hat dann anscheinend geklappt, dass einfach alle mal hochspringen. Und jetzt hier Mensa. Hardaway. Mensa mit dem Screen. Hardaway. Zu kompliziert. Zu kompliziert. Okay, wir haben hier nochmal die Tabelle von was? 10. Rang von was denn? Keine Ahnung. Jalen Suggs kommt jetzt rein. Schade, dass nicht Williams reinkommt wie Wagner. Hätte ich gern gesehen gegen unseren Ex-Spieler. Wir spielen noch bis Minute 2 runter vielleicht. Danach sollte es eh durch sein. Simo, räume ich uns nicht allzu viele Chancen ein. Er ist natürlich hier ein Mega-Mismatch. Mensa kommt zur Hilfe. Jetzt haben sie den Dreier. Romero macht ihn nicht. Chevion mit Rebound Nummer 3. Also Hardaway ist teilweise auch echt wild. Ganzes Team ist wirklich ein bisschen wild. Da ist einfach die fehlende Qualität da. Mensa. Nein. Nein, nein, nein. Also Mensa hier im Post, was eigentlich seine Spezialität sein soll, überhaupt nicht stark genug, um irgendwie zu bestehen. Warren. Jalen Suggs. Jalen Suggs, schwierig. Und der nächste Block von Mensa. Okay. Das ist der nächste Block von Mensa. Also Stevie Mensa, eine Sache muss man ihn lassen. Shot-Blocking ist sowas von da von ihm heute. War Block Nummer 5, glaube ich, schon, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gleich jetzt mal mit einem Pick-and-Roll oder was? Wow. Zieht er das Foul? Nein, das zieht er leider nicht. Und das ist dann, ja, bescheiden. Das ist dann bescheiden hier, dieses Transition-Take-Foul muss nicht sein, unnötig. Kannst du nicht ändern. Kannst du erstmal nicht ändern. Jetzt hier Romero. Jalen Romero, Alexander könnte jetzt in die Zone gehen. Aber Stevie Mensa mit dem Stil. Also in Sachen Hustle-Stats ist der Mann auf jeden Fall da. Und zieht das Foul. Zieht das Foul. Hier ist so ein bisschen gerade der Hauptdarsteller bei den Warriors. Der geht rein. Immerhin. Und der ist dann sogar perfekt. 4 Punkte, 4 Rebounds, 5 Blocks, 1 Steal. Stat-technisch ist das okay für Stevie Mensa. Wirklich gut für seine Mannschaft läuft es natürlich trotzdem nicht. Nein. Alexander nimmt den Midranger. Trifft den nicht. Was jetzt ist die Frage? Williams, da ist unser Ex-Spieler mit dabei. Boah, schwierig. Ganz schwierig und Mensa holt sich den nächsten Rebound. Hardaway. Hardaway macht ihn nicht rein und holt sich dann leider auch nicht den Rebound. Schade. Jetzt hier Williams. Spielt den ab. Jalen Suggs. Jalen Suggs, schwierig. Guter Kickout. Und der Dreier sitzt dann. Der Dreier sitzt dann. Jillian Romero hier. Mit dem Treffer. Ah, Joseph. Boah, der Stil von Jillian Romero. Hier geht gar nichts für uns. So schlecht auch die Magic vielleicht standingmäßig in dieser Saison sind, so gut sind sie in dieser Partie. Hardaway. Hardaway versucht sich durchzupowern. Hardaway kann sich aber nicht durchpowern. Lassen wir das, lassen wir das. Das ist ein absolutes Trash-Spiel meinerseits. Wenn wir hier nochmal irgendwie rankommen, wäre es geil, aber... Nee. Komm, wir zocken trotzdem nochmal ein bisschen. Ich hab Bock, ein bisschen noch zu zocken hier. Auch wenn es um nichts mehr geht. Kameraführung wild. Hardaway. Jetzt hier gegen die Second Unit natürlich der... wie heißen sie? Der Magic. Stevie Mensa zieht das Foul. RJ Cook hier mit dem Foul gegen Stevie Mensa. Ja, okay. Kann hier auf 20 Punkte hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein, zwei Blocks mit ihm holen können. Sage ich euch ganz ehrlich. So eine richtig schöne Blockstat. Line wäre schon mal was. Wie viel hat er denn aktuell? Ah, ne, gucken wir mal Spielerstats.
6 Blocks. Ja, komm, vielleicht holen wir uns noch ein, zwei Blocks mit ihm. Das wäre doch ganz nice, wenn wir ihn so auf 8, 9 Blocks hochkriegen. Ohne das jetzt zu sehr zu provozieren, aber. Sondern schon ein bisschen natürlich. Wie, Dreier ist drin. Auch mit der Second Unit und hier unser Ex-Spieler Patrick Williams. Macht den rein. Hey, das ist schwach. Das ist schwach. Das ist schwach. Und Mensah versucht alles, aber kommt da nicht ran. Jalen Suggs hier. Laufen wir mal ein paar Plays, sonst Drew Joseph jetzt hier. Oh, schöner Cut eigentlich, aber das klappt halt nicht so ganz. Das klappt halt nicht so ganz, ja. Halle ist auch schon ganz schön leer inzwischen. Jeder weiß, wer hier gewinnen wird. Caris LeVert, machen wir folgendes. Ein paar Plays einfach mal laufen. So ein bisschen Live-Training jetzt mit mir hier. Jetzt haben wir Clayton. Mensah sollte den Ball kriegen. Vielleicht klappt das ja. Boah, hier klappt wirklich gar nichts. Ich glaube, das Spiel hier kannst du so hart vergessen. Da klappen ja noch nicht mal mehr einzelne Plays. Hier klappt einfach mal nichts. Also Warriors hier wirklich komplett von der Rolle. Williams gegen Clayton. Williams. Clayton macht das gut. Starker Stil. Starker Stil vom Franzosen. So, kriegst du jetzt mal einen Block gestellt? Wäre das möglich? Ja, Mensahs Blockstellung war gar nicht mal so übel. Auch wenn dann am Ende nicht so viel draus wird. Komm. Gegen einen Jalen Suggs. Kannst du dich da vielleicht durchsetzen? Aber es ist natürlich schwierig, hier für Mensah mit einem Fadeaway durchzukommen. Suggs. Jalen Suggs hier. Ah, wohin Jalen Suggs? Kann er schon fast schon laufen, wie er will. Und der nächste. Sie sagen faul. Ich fechte das an. Ich will den 7. Block für Stevie Mensah. Da sehen wir übrigens LeBron James. Der sich da zu Recht aufregt. LBJ, wir gucken mal. Stevie Mensah, war das ein Foul? Oder war das nicht einfach ein sauberer Block? Ich würde sagen sauber. Aber ich bin ja auch der Warriors-Coach-GM, was auch immer. Ist confirmed, dann gehen wir rein in die Simo. Dann gehen wir rein in die Simo. 115-82, nicht wirklich viel gewonnen. Mensah hier das Highlight mit seinen ganzen Blocks. Mehr ging hier aber nicht. Ja, machen wir kurz und knapp. Mehr ging einfach nicht. Mehr ging überhaupt nicht. Und wir sind damit auch am Ende erstmal der Folge hier. Wenn wir denn einen Blick auf die Tabelle werfen wollen, dann sehen wir, dass wir mit Abstand das schlechteste Team sind. Lediglich die Pacers kommen ungefähr ran, weil sie auch nur einstellig sind, was die Siege angeht. Dann hier die Minnesota Timberwolves unter anderem, wo sehr wenig geht. Die Suns natürlich mit Booker und Co. Seattle mit Jokic und wie sie nicht alle heißen auf der 8 gerade. Ganz oben die OKC Thunder werden gejagt von den LA Clippers mit Luka Doncic und den San Antonio Spurs. Also Wemby, Doncic und eben dieser ganze Verbund der OKC Thunder ganz oben. Im Osten haben wir hier immer die New York Knicks, die Charlotte Hornets, die Miami Heat und Toronto Raptors, die hier drum am Fighten sind. Die Bucks auch mit einer ordentlichen Season. Haynen spielt übrigens inzwischen. Interessant, am Anfang der Season hat er gar nicht gespielt, jetzt kriegt er doch viel Spielzeit. So ist das manchmal auch, ne? Moss kriegt auch mehr Spielzeit bei Milwaukee, nachdem wir ihn damals weggetradet haben, auch interessant. Und Jan ist von der Bank nur noch aus, wenn ich das richtig sehe. Okay, ist natürlich auch eine Methode, um vielleicht wieder erfolgreich zu sein, so ein bisschen was umzustellen. Größte Enttäuschung nach wie vor ist bisher Cleveland. Muss man mal gucken, wie das bei denen so läuft, hier bei den Cleveland Cavaliers. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen und bye bye.